Ja, also meiner Meinung nach sind das so die Hauptargumente, weshalb bei uns normales Wildfeuer machen im Wald eben verboten ist. So gesehen, das macht doch auch irgendwo Sinn. Also ich weiß nicht, seid ihr da anderer Meinung? Meint ihr wirklich, man sollte jedem Idioten erlauben, ein Feuer im Wald anzuzünden? Völlig ungesehen, ob der Typ Ahnung hat oder nicht? Also ich glaube nicht. Aber das können wir ja gerne diskutieren. Wenn ihr anderer Meinung seid, da unten in die Kommentare, bitte, danke. Ja, wenn da noch eine Frage besteht, dann könnt ihr die ja gerne auch noch in die Kommentare schreiben und dann erkläre ich den Rest auch noch. Aber ich denke, was wäre es jetzt eigentlich erstmal in der Ausführlichkeit? Wichtig ist jetzt noch zu sagen, was macht man denn jetzt am besten, wenn man ein Feuermachen genehmigt haben möchte? Dazu sollte man also erstmal hoffen, dass man jetzt das Glück hat, in einem der Bundesländer mit der höheren Feuertoleranz in Anführungszeichen zu wohnen. Dann sollte man sich im Vorfeld, bevor man beantragt, ein Feuer machen zu dürfen, einen Platz aussuchen, an dem wirklich nichts passieren kann und sollte in der Lage sein, diesen Platz möglichst gut beschreiben zu können. Also meinetwegen irgendeinen alten Steinbruch oder was, wo wirklich nur Steine rumliegen und kaum Vegetation da ist, die in irgendeiner Form brennen kann. Das wäre so der Idealfall. Wenn dann noch nebendran ein Bach ist, umso besser. So, dann muss man eben konkretisieren in seinem Antrag, den man da stellt. Und ich bin schräg. Wo genau man das Feuer zu machen gedenkt und wann. Es gibt auch allgemeine Feuergenehmigungen, die einem quasi selbstverantwortlich erlauben, Feuer im Wald zu machen und man eben dann wirklich einem zugetraut wird, dass man sich vorher über die entsprechende Waldbrandgefahrenstufe informiert und bei Gefahrenstufe 4 oder 5 halt eben kein Feuer anzündet. Am besten bei 3 auch schon nicht. Am besten eigentlich nur, wenn es regnet, wenn es nach dem Förster ginge. Kommt immer auch wieder auf den Förster an. Da gibt es unterschiedlich Ängstliche von unserer Sorte. Ja, aber man muss konkret sagen, wo will man das Feuer anzünden und für eine Einzelgenehmigung, und man braucht in jedem Fall erstmal 5 Einzelgenehmigungen oder 10 oder 20, bis der Förster überhaupt dran denkt, einem eine Dauergenehmigung auszustellen. Also macht euch da keine Hoffnung. So einfach ist das nicht, an diese Dauerdinger ranzukommen, wenn man da nicht irgendein Mensch vom Fach ist, wie ich. Aber als Otto-Normalverbraucher ist das halt dann eben doch nicht so einfach. Und eine Einzelgenehmigung kriegt ihr am ehesten, wenn ihr sagt, von so und so viel bis so und so viel Uhr, ganz konkret an der Stelle. Dann kann der Förster nämlich unter Umständen auch vorbeikommen und mal Hallo zu euch sagen. Und deshalb wäre es auch sinnvoll, wenn ihr bei eurer ersten Feuergenehmigung, gerade in eurem heimischen Wald, wo ihr das häufiger vorhabt, ein Feuerchen zu machen, wenn ihr da an diesem dann wirklich einen konkreten Platz auswählt, an dem der Förster auch gut hinkommen kann und zu einer Uhrzeit, an der Förster auch gerade Dienst hat, weil der hat keinen Bock, nachts um 10 da noch aufzukreuzen. Daher wäre es ganz gut, wenn ihr euer erstes Feuerchen, sagen wir mal um 14 Uhr oder irgendwie sowas macht. Oder 13:30 Uhr, dann kommt der Förster gerade vom Mittagessen, fährt wieder ins Revier und denkt sich, ha, da schaue ich doch mal bei diesem Heini, der da ein Feuer machen wollte, vorbei. Und wenn ihr ihn dann vielleicht noch, keine Ahnung, eine Bratwurst in die Hand drückt, das ist zwar theoretisch Bestechung, aber ja, ich lasse es jetzt mal so stehen. Man macht sich jedenfalls beliebter, wenn man sich selbst kontrollieren lässt, also wenn man dafür sorgt, dass man kontrollierbar ist. Weil, wenn der Typ einen dann erstmal kennt und gesehen hat, ha, das ist ja wirklich ein vorbildliches Feuer, da kann ja wirklich überhaupt nichts passieren. Ich gehe jetzt mal nicht darauf ein, wie man eine vernünftige Feuerstelle macht, das wisst ihr sowieso. Wahrscheinlich einige von euch auch besser als ich. Naja, gut, also eine Feuerstelle anlegen ist jetzt nicht so schwer, eine richtige. Und und dann könnt ihr halt noch so ein paar, müsst ihr dem Förster in eurem Antrag eben noch erklären, wie ihr denn ein Feuer machen wollt. Das hat der Saki ja auch schon erwähnt. Mit welchen Sicherheitsmaßnahmen? Also, dass ihr alles im Umkreis von 2 Metern oder was ums Feuer. 2 Meter ist natürlich total übertrieben, aber das könnte man ja am Anfang wirklich mal sagen. Man macht 2 Meter sämtliches brennbares Material entfernen. Sagt, man räumt auch hinterher wieder auf und scharrt den Humus wieder schön hin, da wo man ihn weggekratzt hat. Und macht einen schönen Steinkreis drum. Natürlich legt man die Steine dann später wieder dahin, wo man sie her hatte, oder legt sie in den nächsten Bach, damit auch schon der Ruß abgespult wird und keiner mehr sieht, dass da jemals ein Feuer war. Solche Dinge. Und
Dann übertreibt es noch mit den Sicherheitsvorkehrungen. Verpflichtet euch quasi selber immer einen Eimer Wasser nebendran stehen zu haben. Schlagt dem Mensch vielleicht vor, dass ihr sogar noch einen Feuerlöscher mit euch führt. Das ist natürlich maßlos übertrieben, aber ihr wollt ja die erste Feuergenehmigung mal haben. Irgendwann bei der, keine Ahnung, 10. Feuergenehmigung oder 20. Feuergenehmigung könnt ihr dann sagen, ja, ihr kennt mich ja schon, ich würde gerne mal wieder ein Feuer machen. Ja, mach, hör auf zu nerven. Weil irgendwann geht man denen vom Papierkrieg ja auch auf den Keks. Und irgendwann geben sie unter Umständen vielleicht sogar nach, wenn sie merken, ja, das ist ein sympathischer Typ, der macht da draußen wirklich nichts Schlimmes, dem liegt die Natur am Herzen. Das Letzte, was der will, ist den Wald anzünden. Und der macht auch kein Feuer, wenn halt eben eine hohe Waldbrandgefahrenstufe ist. Das sollte man halt entsprechend auch wirklich sein lassen und dann nicht einfach auf illegale Feuer ausweichen. Das wäre ganz fatal. Wenn man dann bei sowas dann erwischt wird, dann ist A, das Vertrauensverhältnis am Arsch und B, wird's teuer. Weil wenn er dann ist er auch richtig sauer. Dann zeigt er einen auch wirklich an, der Förster. Also, nicht gut. Gar nicht gut. Das sein lassen. Ja, aber wie gesagt, übertreibt's mit den Sicherheitsvorkehrungen, fangt klein an und irgendwann kriegt ihr dann halt auch wirklich mal das, den Traum eines jeden Bushcrafters, die universelle Genehmigung im Wald, wo auch immer, ein Feuer machen zu wollen, zu dürfen. Aber dann müsst ihr einfach das Vertrauen des Försters besitzen, dass wenn ihr sagt, ihr dürft wo auch immer ein Feuer machen, dass ihr es dann trotzdem nur an sinnvollen Stellen tut und trotzdem nur mit den entsprechenden Sicherheitsauflagen, die euch vorher nochmal explizit vorgeschrieben wurden und dann jetzt halt irgendwann als gegeben vorausgesetzt werden. Natürlich steht in dieser Genehmigung dann auch nochmal sämtliches Sicherheitszeugs drin. Und dann wäre es halt einfach wichtig, wenn ihr euch da dran haltet und dem Förster einfach regelmäßig Bescheid sagt, ich habe einen neuen Ort, an dem ich jetzt mein Feuerchen mache, der ist da und da. Da Rückmeldungen geben, einfach ein bisschen Kommunikation betreiben und ihn halt abends vielleicht auch mal zum Bierchen einladen oder solche Späße. Ja, in gewisser Weise ist das natürlich, aber man kann es ja mal einfach anbieten, ne? Oder er kommt so rein zufällig vorbei, da gibt es ja so ein paar Grauzonen in der Bestechungsgeschichte. Nee, es ist einfach dazu da, dass der Kerl halt sieht, ihr seid niemand, der da was Schlimmes anstellt im Wald. Und immer schön freundlich bleiben und niemals darauf bestehen, in irgendeiner Form ein Feuer machen zu wollen. Wichtig ist auch nochmal, dass sie auch nochmal erklärt, das hat der Saki ja auch gesagt, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, dass ihr auch erklärt, warum ihr ein Feuer machen wollt und weshalb ihr dieses Hobby habt. Und ich gehe mal einfach davon aus, dass es bei euch in 98,7% eben nur wirklich ein Hobby sein wird. Ja, und grundsätzlich gilt natürlich auch, wie beim im Wald schlafen, niemals irgendwelchen Müll rumliegen lassen und das Lager wieder so verlassen, wie man es vorgefunden hat. Will man sich jetzt wirklich ein richtiges Lager einrichten, also mit Lager meine ich jetzt irgendein Shelter bauen, irgendwas Massiveres und so weiter und so fort, das braucht natürlich dann nochmal eine Sondergenehmigung, aber das ist ja dann meistens, wenn man sich da eine Feuerstelle anlegt, dann ist das schon eine richtig feste Feuerstelle, die ist ja dann wirklich richtig, richtig gut geschützt und so weiter und so fort. Das ist auch gar nicht so schwer, da eine Genehmigung zu bekommen, aber auch da würde ich zumindest empfehlen, dass man vorher halt eben erstmal ein paar Mal mit so einem normalen kleinen Feuerchen, dessen Spuren man wieder beseitigt, eben erstmal beginnt. Und wenn man das halt eben 10, 20 Mal gemacht hat, dann ist der Förster auch eher geneigt, einem da wirklich ein stationäres Waldlager zu erlauben. Sofern man halt eben keinen eigenen Wald hat, geht das dann nur, wenn das Forstamt mitspielt. Das ist schon nicht so einfach. Also die YouTuber, die da irgendwelche stationären Waldlager haben, bei denen gehe ich davon aus, dass sie entweder sehr gut mit dem Förster verhandelt haben oder dass das ihr eigener Wald ist. Dann dürfen sie das natürlich. Wenn man eine Feuergenehmigung haben will, ist es übrigens extrem hilfreich, Master of Science in Forst- und Holzwissenschaft zu sein. Ja, ich bin ein Arsch. Tut mir leid. Übrigens, bevor jetzt jemand fragt, es gibt keine universelle, ich darf überall in Deutschland Feuer machen Genehmigung. Vergesst es, das kriegt ihr niemals. Es gibt auch keine, ich darf im ganzen Bundesland Feuer machen Genehmigung. Es könnte theoretisch sein, dass ihr eine, man darf im Staatswald eines Bundeslandes überall Feuer machen, Genehmigung bekommen könnt, aber nur theoretisch. Also das Argument, was man dafür braucht, das kenne ich auch nicht. Theoretisch, aber rein rechtlich gesehen ginge das. Das ist aber auch schon alles. Rein rechtlich gesehen eben, aber das wird euch niemand aufstellen, garantiert nicht.
Sowas kriege ich auch nicht, vergesst es. Also es kriegt auch nicht, meine Professoren kriegen sowas auch nicht, das kriegt auch nicht der Oberförster von Schieß mich tot. Der kann es einfach so machen, dem traut sich keiner ans Bein zu pinkeln, aber eine Genehmigung kriegt er auch nicht. So, wer mir jetzt tatsächlich noch zuhört und jetzt noch die eine Ausnahme, die es in Deutschland gibt bezüglich Feuermachen, ist generell überall verboten, zu hören, der möge jetzt noch dranbleiben. Nämlich Niedersachsen. Komischerweise Niedersachsen. Niedersachsen ist eigentlich eher eins der Länder, wo ich sagen würde, da ist der Waldbrand gar nicht mal so unrealistisch. Naja, zumindest in Teilbereichen. Also gerade durch diese Heidelandschaften eben. Gut, aber die werden auch extra erwähnt. So, ich zitiere. Paragraph 35, eben im niedersächsischen Waldgesetz, das hat irgendwie irgendeinen komischen Eigennamen, der mir gerade nicht einfällt, ist aber auch egal. Wichtig ist halt eben der erste Satz. Beachtet den ersten Satz. In Wald, Moor und Heide sowie in gefährlicher Nähe davon ist es verboten, in der Zeit von 1. März bis 31. Oktober Feuer anzuzünden oder zu rauchen. Bam! Das liest sich jetzt tatsächlich erstmal so, als könnte man im Winter in Niedersachsen tatsächlich im Wald ein Feuer anzünden. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter liest, kommt mir das jetzt wirklich so vor, als würde sich das tatsächlich bestätigen, weil nämlich explizit eben nochmal drin steht, das Grillen ist nur auf Grillplätzen gestattet, die den Waldbesitzenden oder sonstigen grundbesitzenden Personen angelegt hat. Das ist jetzt wieder so eine Absicherung. Dass das Feuer machen im Sinne von Bushcrafter macht Feuer, ist ja nicht Grillen. Außer er hält sich eine Wurst drüber. Aber da müsst ihr euch halt wirklich nur irgendein Gemüse, Reis oder was weiß ich was im Topf kochen. Denn Grillen kann man das dann nicht mehr nennen. Also das würde ich jetzt als, das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen. Ja, das ist in keinster Weise irgendwie rechtsverbindlich. Also nagelt mich bitte nicht ans Kreuz, wenn das jetzt irgendwie nicht stimmt. So würde ich das jetzt nur interpretieren. Ich bin kein... Genau genommen bin ich eigentlich in Niedersachsen, ich bin in Hannover geboren, aber ich kenne mich jetzt mit dem niedersächsischen Waldgesetz jetzt nicht vom Studium her großartig aus. Ich interpretiere das jetzt bloß so, wie ich gelernt habe, Gesetze zu interpretieren. Das kann stimmen, das muss es nicht. Aber nagelt mich bitte wirklich nicht fest, nur so, ich sage euch jetzt einfach mal, was ich davon halte. Eben, dass da also explizit das Grillen nur auf Grillplätzen erlaubt ist. Das schließt also sozusagen einfach diese Volksversammlung mit 20 Nasen, die da Bier trinken und ums Feuer hocken und sich Würstchen grillen und ihre Bierflasche in die Gegend schmeißen, sozusagen aus. Hingegen einfach das Feuer machen per se, das Feuer machen ohne das großartig sonst weiter zu konkretisieren, was unter einem Feuer machen zu verstehen ist, das ist im Winter nicht verboten. Im Winter ist es ja auch wirklich am super unrealistischsten, dass der Wald anfangen kann zu brennen. Das ist wirklich... 99,7% unmöglich. Ja, keine Ahnung. Es geht schon, wenn man noch Brandbeschleuniger nimmt, aber dann wäre es Brandstiftung. Brandstiftung ist wieder ein ganz anderer Fall. Das ist in jedem Fall strafbar. Das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt ein Feuer im Wald entfacht oder nicht. Wenn man den Wald absichtlich anzündet, ist es in jedem Fall Brandstiftung. Gut, also dieser Grillparagraf. Dann gibt es nämlich noch einen Paragraph, der darauf hinweist, dass das Feuermachen scheinbar im Winter wirklich erlaubt ist. Nämlich der dritte Absatz in Paragraph 35. Wer in Wald, Moor und Heide oder in gefährlicher Nähe davon ein Feuer angezündet hat, hat es zu überwachen. Brennende oder glimmende Gegenstände dürfen nicht weggeworfen werden. Das heißt, das schränkt das Ganze nochmal ein, dass man, wenn man ein Feuer macht, es einfach vernünftig Feuer zu machen hat. Mit dem ersten Grundregel des Feuermachens, Feuer ständig überwachen. Niemals unbeaufsichtigt lassen und kein glimmendes Zeug in die Gegend schmeißen. Damit haben sie sich nochmal zusätzlich abgesichert, dadurch, dass sie eben wirklich erlauben, im Winter ein Feuer zu machen. Aber in jedem Fall muss es überwacht werden und ordnungsgemäß gemacht werden. Das weist wieder darauf hin, dass es scheinbar wirklich im Winter erlaubt ist. Weil sonst müsste man diesen Paragraphen gar nicht mehr dazu schreiben. Dann würde man nur schreiben, Feuermachen verboten. Puff. Wie es bei den anderen halt eben auch so ist, bei den anderen Waldgesetzen. Die schreiben dann auch nicht mehr dazu, unter welchen Bedingungen man dann ein Feuer machen kann, weil es ist ja ohnehin verboten. Und wenn es genehmigungspflichtig ist, gut, dann kriegt man ja bei der Genehmigung gesagt, was man dazu beachten muss. So, und jetzt gibt es nochmal was darauf hinweist, dass das tatsächlich regulär normalerweise im Winter tatsächlich möglich ist, nämlich 4. Die Waldbehörde kann in Zeiten besonderer Brandgefahr und besonders brandgefährdeten Gebieten durch Verordnung den Zutritt zu Wald, Moor und Heide verbieten oder beschränken. Das ist auch durchaus sinnvoll, aber das ist garantiert nicht im Winter. Verbote nach Absatz 1 über den Zeitraum von 1. März bis 31. Oktober hinaus ausdehnen. Soll heißen, man kann trotzdem im Winter auch nochmal zusätzlich das Feuermachen verbieten.
wenn jetzt ein Paragraph eben da ist, der sagt, man kann im Winter zusätzlich doch das Verbot ausdehnen, heißt das ja, dass das Verbot im Winter nicht besteht. Das ist also auch wieder ein Indiz, dass ich dieses Gesetz wirklich so interpretieren würde, als darf man im Winter tatsächlich ein Feuer machen. Drittens, andere oder weitergehende Bestimmungen über den Umgang mit Feuer, feuergefährlichen Gegenständen, Wald und Moor und Heide sowie in gefährlicher Nähe davon treffen. Das heißt, die Waldbehörde eben darf dann also beliebige andere Vorgaben machen, wenn ihr danach ist. Aber so steht es jetzt erstmal im Gesetz. Was heißt das jetzt in der Praxis? Wenn ihr in Niedersachsen seid und es ist Winter, also besagter Zeitraum zwischen dem Frühling, Sommer und Herbst, dann müsst ihr euch vorher nochmal erkundigen, ob ihr tatsächlich da jetzt gerade in der Stelle ein Feuer machen dürft, weil es könnte ja sein, dass das Verbot ausgedehnt wurde. Und in dem Moment fragt ihr bei der zuständigen Forstbehörde nach und bekommt dann im Prinzip auch einfach die Genehmigung erteilt. Und die werden euch auch nochmal fragen, wozu ihr ein Feuer machen wollt und so weiter und so fort. Es ist also im Prinzip fast wieder dasselbe wie in den Regionen, wo es einfach genehmigungspflichtig ist. Man kommt in jedem Fall vorher nochmal in Kontakt mit dem zuständigen Förster oder der zuständigen Behörde, die einen dann halt eben nochmal aufklärt, wie man denn ein Feuer im Wald genau zu machen hat. Das heißt, ein Freifahrtschein ist es auch nicht. Weil, wenn ihr jetzt einfach so ein Feuer macht und sagt, ihr habt euch informiert, was ihr nicht habt, und der Förster kommt und sieht euch Feuer machen und euch fragt, ja, wissen Sie denn, dass das jetzt doch verboten ist? Also angenommen, nehmen wir jetzt mal davon aus, dass es trotzdem verlängert wurde, dieses Feuerverbot, und man dann im Winter halt aktuell keins machen darf. Und dann sagst du, ja, aber ich habe mich doch informiert. Dann sagt er, ja, aber nicht bei mir und ich bin der zuständige Förster, und dann hast du wieder die Arschkarte. Also heißt, der Freifahrtschein in Niedersachsen im Winter ein Feuer machen, es ist dahingehend einer, dass man es tatsächlich genehmigt bekommen müsste eigentlich. Bei allen anderen kann der Förster einfach so sagen, nö. Hier steht im Gesetz drin, im Prinzip ist es erstmal erlaubt. Er kann dann aber trotzdem noch sagen, nö. Das steht dann in dem allerletzten Satz, dass er einfach so sagen kann, nö. Ohne Angabe von besonderen Gründen. Aber sagen wir einfach mal so, wenn man irgendwo im Wald ein Feuer genehmigt bekommt, zu irgendeiner Jahreszeit, irgendwo in Deutschland, dann ist es in Niedersachsen in besagtem Winter. Also so ist das Ganze zu interpretieren. Ich würde es wirklich nicht als Freifahrtschein benutzen, also das kann ich jetzt niemandem guten Gewissens empfehlen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wenn ihr irgendwo ein Feuer im Wald macht, ein unangemeldetes, dann bitte in Niedersachsen im Winter, sagen wir es mal so. Da ist das Risiko am geringsten, dass da wirklich was passiert. Also jetzt erstens euch im Sinne von, dass ihr verknackt werdet, und zweitens dem Wald. Wobei in den anderen Bundesländern im Winter brennt der auch nicht. Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht. Jetzt sage ich nichts mehr, sonst sage ich wieder irgendwas Falsches, weshalb mich dann wieder irgendjemand hasst. Und das wollen wir doch vermeiden. So, und dann bin ich jetzt endlich zu Ende. Ist ein trockenes, sehr langes Thema, aber das ist jetzt so ziemlich alles, was ich zum Feuermachen im Wald, also zur rechtlichen Situation sagen kann. Wenn ich nicht noch das wiederholen will, was der Saki noch zusätzlich gesagt hat, guckt euch auf jeden Fall auch nochmal das Saki-Video an. Und damit wisst ihr dann alles zur rechtlichen Situation bezüglich Feuer im Wald, worauf ich jetzt zum Beispiel nämlich nicht eingegangen bin. Was der Saki hingegen tut, ist, wie das jetzt mit offiziellen Grillstellen und so weiter und so fort ist. Oder wo man denn noch theoretisch außerhalb des Waldes Feuer machen nicht darf. Sowas überlasse ich jetzt wirklich dem Saki, weil das hat er so gut erklärt. Das kann ich auch nicht besser. Das weiß ich teilweise wahrscheinlich auch gar nicht besser. Weil ich bin ja bloß Waldmensch und der Saki kennt sich auch außerhalb vom Wald aus. Ich nicht. Sobald ich vor den Wald gehe, habe ich keine Ahnung mehr. Gut. Viel gelabert, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schönen 1. Mai. Tschüss.